Kapitel 16. Der Krieg der Weltenbäume. Terrus, bist du das? Die hallende Stimme ertönte erneut und antwortete auf die Frage. So ist es. Vieles ist vorgefallen und gerne würde ich euch ruhen lassen, doch die Zeit ist knapp. Flamme, Sol, bitte tretet ein in den Forstschrein. Die vertretende Dorfvorsteherin des Waldes schien den Worten des Weltengeistes kurz nicht glauben zu können. Warte, warum beide? Ich wusste von Anfang an, welche Schwierigkeiten meine Familie durchmachen müsste. Aber es hieß nie, dass beide meiner Söhne eine Last zu tragen haben. Ich weiß, Ilja, und ich kann mich nur entschuldigen. Doch Sol, Flamme, ich war nicht ganz ehrlich mit euch. Ihr beide seid für diese Mission bestimmt. Ich durfte jedoch nichts sagen, denn Ilja hätte nicht mitgemacht. Das stimmt. Was soll das? Warum muss meine Familie so sehr leiden? Was haben wir falsch gemacht? Terrus, wieso nimmst du mir alles, was ich habe? Ich wünschte, ich hätte eine Wahl, doch die Gründe liegen tiefer als der Verstand eines Pokémon. Es ist die einzige Chance. Wenn wir nicht handeln, weißt du, was die Folgen sind. Kurz schien das Volnona erneut widersprechen zu wollen. Doch sie stoppte sich. Stattdessen fiel ihr Blick auf ihre beiden Söhne. Flamme erwiderte ihn entschlossen. Sol hingegen schien selber zu verwirrt. So tretet bitte ein, ihr beiden. Ilja, dir kann ich leider nicht mehr versprechen, als dass du jederzeit herkommen und erfahren kannst, wie es den beiden geht. Ich verstehe. Also Sol, Flamme, meine beiden. Viel Glück, wir sehen uns irgendwann wieder, da bin ich mir sicher. Ja, das werden wir. Wir geben unser Bestes, richtig, Flamme? Ja, Mama. Danke für alles. Aber jetzt sind wir dran. Nach einem letzten Moment der Familie schritten die beiden Auserwählten voran zur großen Eiche. Sofort erhob sich eine riesige Wurzel und machte den Weg zu einer Treppe frei. Am Ende dieser war ein riesiger, seltsamer Kern und ein Portal. Tretet ein! Wieder folgten beide Brüder der Anweisung und taten den ersten Schritt ins Ungewisse und die letzten in ihrer Heimat. Auf der anderen Seite lag eine große, flache Fläche. Der Sternenhimmel schien sich überall um diese Plattform zu erstrecken. Und inmitten dieses großen Ortes stand ein Wesen, ein Riese, braun gefärbt, welcher mehrere Bäume am Körper trug. Ein wenig erinnerte es an die Spezies Chelterra, jedoch deutlich mächtiger. Willkommen, meine Freunde! Willkommen, wo die wenigsten Pokémon je stehen werden! Terrus, der Ahne des Forstes, stand nun leiblich vor den beiden Brüdern, die noch vor Wochen Schüler eines Dorfes im Gedanken eines ruhigen Kriegerdaseins waren. Flamme, Sol, ihr befindet euch nur auf der Spitze des Weltenbaumes des Forstes. Ich bin Terrus, der Weltengeist dieses Ortes. Und jener Ort, an welchem ihr das Portal hierher fandet, war der Kern meiner Welt. Würde jemand diesen zerstören, so würde der gesamte Weltenbaum sterben. Deswegen dürfen nur die wenigsten den Schrein jemals betreten. Terrus! Weshalb sind wir hier? Warum rufst du uns zu dir? Wir wissen, dass wir für irgendetwas auserwählt sind, aber... Ja, noch hat euch noch niemand eingeweiht. Nur ein Pokémon eures ganzen Weltenbaumes kennt die Geschichte und so sollte es auch bleiben. Ansonsten würde Panik entstehen, die nie wieder vergehen würde. Aber ihr habt recht. Macht es euch bequem, denn ich erzähle euch nun eine Geschichte. Gerade wollte der Weltengeist beginnen, seine Geschichte zu erzählen. Da fiel Flammes Blick auf einen anderen Weltenbaum. Er war größer als all die anderen zusammen, deutlich, und strahlte ein seltsames Licht aus. Über dem Weltenbaum schwebte eine Art Portal
nach unten hin geöffnet. Und aus jenem Portal entsprang soeben ein Wesen, ein Drache, unzählbare Meter lang, übersät von Sternen, augenstechend und blutrot. Und eben dieser Drache flog mit aller Geschwindigkeit zum Weltenbaum des Forstes. Einige Male umkreiste es diesen, wickelte sich nahezu um ihn, bevor sich der Drachenkopf über die Kuppel erstreckte, auf welcher sich die beiden Brüder befanden. Alleine dieser Kopf war etwa doppelt so groß wie Terrus. Und aus ihm entsprang eine Stimme, die klang, als könnte sie alleine Planeten brechen. Terrus, habt ihr etwa neue Pläne? Oder weshalb lädst du hinter meinem Rücken Pokémon in dein innerstes Reich ein? Nun blickten die grellroten Augen Flamme direkt an. In diesem Moment fühlte es sich an, als würde der Herzschlag des Vulpix einfach stoppen. Sein Verstand wollte schreien und rennen, doch sein Körper war zu schwach für beides. Und nach ein paar Sekunden, die sich anfühlten wie Ewigkeiten, sprach der Drache erneut auf. Oder eher lachte er auf. Hört doch auf, euch am letzten Halm der Hoffnung festzuhalten. Solche Pokémon wollt ihr jetzt einbeziehen, dass ich nicht lache. Hört nicht auf ihn, ihr beiden. Er kann euch ohnehin nichts tun, solange ihr die Kuppel um die Spitze des Baumes nicht verlasst. Wenn er es überhaupt tun würde, dazu macht sich der Kerl zu ungerne die Hände schmutzig. Blutflecken schwinden im Herzen nie, auch wenn ihr dies nie lernen scheint. Jeder Tod muss einen guten Grund haben. Deine guten Gründe brauche ich nicht wieder. Geh! Kurz stoppte der massive Drache und blickte erneut auf die beiden ihm fremden Pokémon. Nun gut, ich habe ohnehin zu tun. Die Vorbereitungen laufen weiter. Und euch beiden Feuer-Pokémon, euch rate ich den Worten des alten Narren nicht zu folgen. Kommt in meine Welt, bleibt dort und erlebt die Geburt des neuen Imperium als ein Teil dessen. Dies sollten die letzten Worte sein, bevor der Drache abflog, zurück in sein eigenartiges Portal. Für einen Moment herrschte Stille, nun, wo diese Begegnung zu Ende war. Nach einem kleinen Moment räusperte sich Terrus, um seine Erzählungen nun diesmal wirklich zu beginnen. Also ihr beiden, dieses Monster gerade, das war Omegon, der Weltengeist des Sternlichts. Und ihr beide seid unsere letzte Hoffnung, diesen Drachen zu stürzen. Stürzen? Dieses Monster? Wir beiden sollen so etwas töten können, bist du wahnsinnig? Diese Bestie, Omegon, der braucht doch bestenfalls 10 Sekunden, um uns zu vernichten. Wie sollen 2 normale Feuer-Pokémon etwas gegen ihn ausrichten? Und warum überhaupt? Dazu möchte ich nun kommen, also hört mir gut zu. Omegon ist ein Verräter. Einst war er ein normaler Weltengeist, doch er betrog uns alle anderen. Er stahl Lebensenergie und Kraft. Wir wurden schwächer, er stärker. Und er möchte nun alles Leben unter sich einen. Da die Weltengeister sich jedoch weigerten, sich seiner Diktatur zu unterwerfen, möchte er sein Imperium nun ohne diese erschaffen. Er will alle Weltenbäume außer seinem eigenen vernichten. Dieser Krieg geht nun schon hunderte von Jahren an. Wir Weltengeister und unser treuer Berater Darkrai haben zusammen vieles versucht. Doch Omegon war uns immer über. Er selber geht Kämpfen aus dem Weg. Nur ein einziges Mal schritt er ein. Als wir den Sieg am nächsten waren, unser aller Kraft und ein Teil von Omegons in Darkrai gesammelt. Und trotzdem siegte Omegon durch seine verheerende Ultima Solaris. Darkrai kämpfte schon seit vielen Jahren für uns und im Inneren des Weltenbaumes des Sternlichtes. Denn auch Omegon hat einen Kern, so wie ich und alle Weltengeister. Und bricht dieser, so stirbt er. Aber der Verräter,
nahm unseren Welten ihre Helden, erschuf sich eine Elite, die Götter stürzen kann. Ihr beiden, ihr seid die letzte Hoffnung. Dadurch, wie normal ihr seid. Eure Aufgabe ist es, in den Weltenbaum des Lunaren zu reisen, welcher der einzig angrenzende an den unseren ist, und von dort in den des Sternlichtes zu reisen. Leider kennt kein Weltengeist den Standort der Kerne der anderen. Deswegen kann ich euch weder zu Lunala noch zu Omegon weisen. Aber ihr müsst den Kern des Verräters brechen. Also sollen wir Lunala in ihrem Weltenbaum treffen und sind dann in Omegons Welt? Ja und nein. Ein Weltenbaum hat viele Welten. Und Omegon ist nicht dumm. Er schottet seine Wurzelwelt, jene Welt, in welcher der Kern lagert, ab. Ihr werdet in eine benachbarte reisen müssen und dort einen spirituellen Felsen suchen. Diese lassen Pokémon innerhalb des Weltenbaumes reisen. Aber es ist nicht unmöglich, dass Omegon auch dafür vorgesorgt hat. Aber wir haben einen Plan, auch dafür. Dafür müsstet ihr dann in den Weltenbaum des Sturmes und der Schatten. Aber lasst uns hoffen, dass dies nicht nötig wird. Die Dinge begannen nun etwas mehr Sinn zu machen. Aber auch nur ein wenig. Dass wir Omegon nicht selbst bekämpfen müssen, ist schön und gut, aber was mit diesen Helden, von denen du geredet hast? Sie haben doch bereits Darkrai besiegt. Sie haben einen Krieg gewonnen, der nicht gewinnbar schien, ja. Sie standen gegen eine Übermacht und schritten voran. Aber wie sollen wir denn an ihnen vorbeikommen? Kurz verstummte Terrus. Nun, ihr seid unsere letzte Hoffnung, aber mehr als hoffen können selbst wir Weltengeister nicht mehr. Ihr werdet tun müssen, was auch sie taten. Gegen jedes Hindernis ankommen, so unmöglich es auch scheinen mag. So macht man Pokémon Mut. Noch vor Beginn der Reise betonte Terrus, dass ein Erfolg ein Wunder wäre. Na super. Nun, ich denke, ihr kennt mit eurer Mission nicht. Es wird Zeit für euch, einen neuen Weltenbaum zu sehen. Doch ich möchte euch bitten. Ihr werdet viele Pokémon treffen. Behandelt sie gut. Selbst jene, die aus Omegons Weltenbaum kommen. Ja, selbst seine Mitstreiter. Denn denkt aus ihrer Sicht. Sie wollen ihre Heimat schützen. Sie können nicht wissen, welches Unrecht ihr Herrscher anrichtet. Für einen Moment überlegte Flamme nun aufzubrechen. Doch andererseits, war dies eine einmalige Chance? Gab es noch eine Frage, deren Antwort er nur hier erfahren könnte? Ja, eine gab es auf jeden Fall. Sag mal, Terrus, warum hast du mich in der Wüste zu der Ruine geführt? Warum hat dein Kristall uns vom Weg abgebracht, um einen Felsen zu finden? Was ist dieses dritte Dorf? Ach ja, die Ruine. Nun, ich wollte euch nur auf eine Spur bringen, die eure Dörfer nutzen können, sobald ihr fort seid, aber... Flamme, es gab nie ein drittes Dorf. Bist du sicher, dass du die Wahrheit erfahren willst? Auch wenn sie alles brechen kann, an das ihr glaubt? Auch wenn es abschreckend wirken sollte. Flammes Interesse stieg nur. Was ist es? Es ist das originale Dorf. Die Reste. Einst, vor vielen Generationen, lebten Pokémon in der Wüste. Vor allem Feuer-, Wasser- und Pflanzen-Pokémon. Sie alle arbeiteten zusammen und machten so ein Heim aus einem unwirtlichen Ort. Doch das Schicksal wollte es anders. Denn die Pflanzen-Pokémon und die Feuer-Pokémon zerstritten sich. Beide sahen nicht, weshalb sie Grund mit den je anderen teilen sollten. Denn in ihren Augen kämen sie alleine besser klar. Die dritte Gruppe, jene des Wassers, versuchte den Streit zu schlichten. Umsonst. Die Pflanzen-Pokémon reisten nach Ost, die Feuer nach West und gründeten zwei Dörfer. Jene Dörfer, welche bis heute leben. Was blieb, waren einsame Wasser-Pokémon. Verbleibend in der Wüste. Manche von ihnen reisten mit einer der anderen Gruppen. Doch jene, die verblieben. In der Wüste konnten sie nicht leben. Nicht ohne Hilfe der anderen Elemente. Und so hinterließen sie ihre Heimat und reisten. Weit.
Das Dorf zerfiel und die Wasser-Pokémon teilten sich in die Welt. Überall sind ihre Ahnen, wo Pokémon leben. Nicht in Dörfern wie eurem, doch an jedem Ort. Nur die Familien, die sie hatten, unter den verbliebenen Dörfern blieben. Und so kann es noch geschehen, wenn es die Gene denn ergeben, dass Pokémon wie Bojelin geboren werden. Der Schmied ist der letzte Beweis des ersten Dorfes. Denn er ist zwar Sohn zweier Pflanzen, doch ein Wasser-Pokémon durch seine Ahnen. Nun, es macht da alles Sinn. Aber auch nicht. Nicht, da die Zeichen etwas anderes andeuteten, doch weil es widersprach, was die Brüder ihr ganzes Leben gelernt hatten. Also, waren die Pflanzen-Pokémon vom Vulkandorf einst Mitbewohner? Nein, sie waren nicht nur Mitbewohner, sie waren Familie. Wörtlich. Auch wenn das Wissen lange verloren ging, verfolgt man euren Stammbaum genügend. So könntet ihr unter anderem sehen, dass ihr entfernte Verwandte von Dorfvorsteher Gewaldro seid. Euer Ur-Urgroßvater vor 11 Generationen war der Bruder seines vor 10. Und das möchte ich, dass ihr es euch merkt. Ihr brecht auf in einen Krieg für Millionen. Wenn das nicht reicht, für eure Welt, für die Pokémon dort. Ihr beiden seid die letzte Hoffnung für eure Familie, nah und fern. Deswegen frage ich euch ein letztes Mal. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, gegen Omegons Terror zu stehen? Eine innere Stimme schrie in Flamme auf. Jedoch war es ihm recht, denn er stimmte ihr zu. Ja, das sind wir. Soll, lass uns gehen. Ein großes Portal gab so den Weg frei. Den Weg in ein großes Abenteuer. In den Weltenbaum des Lunaren. Und als so die Gegend verschwamm, wusste Flamme. Er hatte nun bereits vieles erlebt. Aber es war gerade erst der Anfang. Und die Dinge würden noch so viel schlimmer werden. Fortsetzung folgt.